Die sehe ich gut aufgestellt. Wir haben eine Reihe von gut funktionierenden Jugendzentren, die auch in den letzten Jahren nicht unter Sparvorschlägen und Kürzungen zu leiden hatten. Ich glaube im Übrigen auch, dass die eine wichtige Funktion haben, weil es darauf ankommt, jeden Jungen und jedes Mädchen der verschiedenen Altersgruppen auch abzuholen, wie das so schön heißt, oder noch besser mitzunehmen auf dem Weg. Der eine findet den Weg in den Sportverein, der andere eher weniger. Nicht jeder kann ins Konservatorium oder in die Musik- und Kunstschule, wie es heute heißt, sodass es darauf ankommt, auch Angebote in den Stadtteilen zu haben, die entsprechende Angebote dann ermöglichen. Können Sie sich vorstellen, wie es zu den Gerüchten kam, dass es Kürzungen bei den Jugendzentren geben soll, beziehungsweise gar? Ja, zum einen sicherlich darüber, über den Weg, dass wir permanent über Kürzungen nachdenken müssen bei unserer Haushaltslage. Wir geben mehr Geld aus, als wir einnehmen als Stadt, so wie viele Städte. Und deswegen muss man immer wieder alles auf den Prüfstand stellen. Und natürlich wird dann auch schnell der Eindruck vermittelt, dass auch Jugendzentren davon betroffen seien. Aber meines Wissens ist das weder in den letzten Jahren noch aktuell der Fall. Würden Sie die Jugendzentren denn gerne in irgendeiner Form ändern? Also wenn ich sie ändern wollte, wäre es der verkehrte Weg. Wenn es Änderungen gäbe oder geben müsste, dann müssten sie von den Jugendlichen oder von den jungen Heranwachsenden artikuliert werden. Ich bin nicht mehr in der Altersgruppe, dass ich beurteilen kann, worauf es wirklich ankommt. Darüber müsste man in der Tat mit Jugendlichen sprechen und fragen, was braucht es, was fehlt, was muss verändert werden. Dabei wird es nicht um einen Wunschzettel wie zu Weihnachten gehen, was man sich alles wünscht, dafür fehlt dann auch das Geld. Aber erstmal ist es wichtig zu wissen, was ist denn überhaupt, wie wird denn überhaupt das Angebot, was da ist, bewertet von den jungen Leuten? Und was muss man nach deren Auffassung ändern, damit es noch besser wird? Okay, das heißt, also wenn jetzt eine Gruppe von Jugendlichen, die die Jugendzentren nutzen, auf Sie zukäme und Wünsche äußern würden, dann sähen Sie durchaus Möglichkeiten, darauf einzugehen. Also der erste Schritt, etwas zu ändern, ist zu wissen, dass es einen Änderungswunsch gibt. Mhm. Wenn es also einen Änderungswunsch gibt, dann müsste der formuliert werden, persönlich, mit mir im Gespräch oder mit Frau Risky oder mit wem auch sonst. Und dann müssten wir gucken, passt das in die Konzeption, passt das ins Portemonnaie? Mhm. Und dann müssten wir mit der Politik, das heißt mit dem Stadtrat, darüber sprechen. Aber was sinnvoll ist und bezahlbar ist, würde man mit Sicherheit auch umsetzen.